Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Ich begrüße ganz herzlich die Hörer von 1Live und ganz herzlich die Zuschauer von 1Festival. Die WDR-Fernsehzuschauer, die kommen ungefähr 8 Minuten später dazu. Wir haben Mittwoch und Mittwoch ist immer bei uns eine offene und freie Themenrunde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Simone. Und Simone ist 27. Hallo Simone. Hallo. Simone, um was geht's bei dir? Es geht darum, um meinen Noch-Ehemann, der mich uns verlassen hat, für eine Freundin. Wer ist uns? Meine Tochter und mich. Ja, wie alt ist die Tochter? Die ist jetzt 2. 2 Jahre, erst alt. Und wie lange wart ihr zusammen? 4 Jahre und ich glaube 2 Jahre davon verheiratet. Und er hat dich jetzt verlassen? Ja, vor 5 Monaten. Vor 5 Monaten. Ging das von heute auf morgen? Sowas geht ja nie von heute auf morgen, wenn man ehrlich ist. Aber, wenn man ehrlich ist, nicht, ne, klar. Aber hat er dich so von heute auf morgen vor die neuen Tatsachen gestellt oder wusstest du schon, dass da irgendwas im Busch ist? Ich wusste, dass da was im Busch ist. Mhm. Ich habe diesen Verdacht schon Monate vorher geäußert. Ja. Aber so wie Männer halt sind, feige natürlich manchmal. Und reden nicht? Genau. Mhm. Und es ist ja alles nicht so, wie es ist. Und dann ist er halt ausgezogen, erstmal zu seinen Eltern. Und hat gesagt, er müsste 2 Wochen darüber nachdenken, was er möchte. Mhm. Und also ich merkte in diesen 2 Wochen, dass sich nichts tut von seiner Seite aus. Mhm. Habe ich schweren Herzens ihm dann halt gesagt, dass er dann da bleiben kann, wo er ist. Das heißt, du hast dann das Schlusswort gesprochen quasi. Genau. Weil er nicht manns genug war dazu, das zu tun. Genau, er war nicht, er konnte mir nicht sagen, das und das. Mhm. Und da meine Tochter ja auch schon reden kann, habe ich so mit und mit in den ganzen 5 Monaten herausgefunden, dass ich mit meinen Vermutungen richtig lag. Mit welchen Vermutungen? Dass die halt was haben. Miteinander. Ich glaube, so nach 3 oder 4 Monaten hat er es mir dann auch endlich mal gesagt, dass es so ist. Und also diese neue Frau und dein Ehemann. Mhm. Aha. Genau. Die Kleine hat das mitbekommen. Bitte? Die Kleine hatte das mitbekommen. Ja, sicher, weil die hat halt auch ein Kind, das ist so alt wie unseres. Ja. Und dadurch haben die viel zusammen gemacht. Ach so, verstehe. Und Hat er sich denn jetzt in den letzten Wochen mal oder Monaten auch bei dir mal gemeldet, bei euch? Nur das, was jetzt mit dem Kind vonnöten ist, ne? Also nur nicht mehr, das. Nicht weniger. Also er wollte uns eigentlich nicht mehr. Ich habe eigentlich daran geglaubt, dass es wieder wird, wie es mal war. Ja. Zwar hätte das Zeit gebraucht, aber man gibt ja nicht einfach so auf, habe ich jedenfalls gedacht. Ja. Aber damit habe ich wohl falsch gelegen. Ich habe dann jegliche Schritte eingeleitet mit Anwalt etc. pp., damit ich für mich und meine Tochter wenigstens abgesichert bin. Ah ja. Das heißt, du hast für dich so innerlich emotional auch eine Trennlinie gezogen? Vom Kopf her, ja. Vom Kopf her. Das Herz spielt da noch nicht so mit? Nee, ich habe ein unwahrscheinliches Wechselbad der Gefühle hinter mir. Wut, Hass, Trauer, alles kam irgendwie zusammen. Man tat Dinge, wo man vielleicht jetzt denkt, scheiße, warum hast du das gemacht? Man schrieb Briefe, man bombardierte ihn mit SMSen, mit Vorwürfen, mit, man war nicht immer sehr nett. Mhm. Aber es ließ ihn alles ziemlich kalt. Ja. Und das hat mir eigentlich so nach heute eigentlich gezeigt, dass es gar keinen Sinn mehr macht. Das heißt, du stehst jetzt im Moment auf dem Standpunkt, obwohl du noch verletzt bist und traurig und wechselbar der Gefühle, wie du gerade gesagt hast, dass du sagst, es geht nicht mehr und ich will auch wirklich auf Abstand kommen zu ihm. Genau. Mhm. Also ich merke das, weil jegliches Gespräch, was ich mit ihm führen will, sei es um unsere Tochter, dass da irgendwas ist, die geht jetzt in den Kindergarten, ne? Es sind so viele Dinge, wo ich einfach sage, Mensch, da möchte ich mit dir drüber reden, dann fällt es mir auch schwer, dann ist es ihm zu blöde, mit mir zu reden, dann knallt auch ständig ein Telefonhörer auf oder steht selber unter Druck oder was weiß ich, was er für ein Problem hat. Ich meine, ihr müsst euch natürlich am Riemen reißen wegen des Kindes. Mhm. Ne? Das ist klar. Dann, ja, ich kann das eigentlich auch sehr gut. Ich meine, es gibt natürlich Situationen, wie gesagt,
da ist man einfach nicht stolz drauf und man schafft es auch nicht immer. Ne? Mhm. Für mich ist es halt nur so schwierig, weil man von mir verlangt, dass ich diesen Spagat schaffe. Ne? Mhm. Ich darf vor meinem Kind nicht verletzt sein, mhm. ich darf nicht schwach sein, bin aber eigentlich gleichzeitig ja auch nicht nur Mutter, sondern ich bin ja auch Frau. Verstehe. Und er ist ja gegangen, er lebt jetzt da sein seltsames Leben, was es darstellen soll, und ist weg vom Geschehen, sieht seine Tochter alle 2 Wochen und macht da einen auf Super Daddy und das Kind, ich weiß nicht, was du hast, das ist auch super drauf immer. Ja. Also ich finde das völlig normal, dass du da dann auch mal Fehler machst und daneben dich verhältst. Und ja, nee, das ist ja das, was er mir vorwirft. Ne? Mal liebst du mich nicht, dann hast du mich wieder, dann hast du mich mal nicht und... ja, er versteht das halt nicht so. Ne? So Eheberatung, sowas habt ihr gar nicht in Erwägung gezogen? Das habe ich ihm mal vorgeschlagen, letztes Jahr oder so. Und er hat das immer gesagt, nein, nein, nein. Im Gegenteil, er sieht seinen Fehler ja nicht ein. Er sagt halt zu mir, du hättest kämpfen müssen. Vielleicht wäre es ja gut für dich, Simone, wenn er das nicht mitmacht. Und nun ist es wahrscheinlich auch schon zu spät. Aber dass du für dich so einige Stunden mit einer Beratung vielleicht zubringen solltest, um dich zu ordnen und auch so einen Spiegel zu finden. Ich möchte irgendwo mein Selbstwertgefühl. Ja, ja. Ich meine, das Gespräch hier ist ja jetzt auch so ein kleiner Anfang, aber das ist ja natürlich gar nicht zu bewältigen im Rahmen unserer Möglichkeiten. In dem Wechselbad der Gefühle, in denen du steckst im Moment, oder in dem du steckst, fände ich das sinnvoll, wenn du einige Beratungsstunden aufsuchen würdest. Ja, habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Also ich habe ja Gott sei Dank auch Freunde, die mir halt zustehen, die mir halt auch zuhören, wenn es ganz hart auf Fach kommt, aber die dennoch haben halt auch nicht so die Geduld. Nee, klar, irgendwann klar. Muss es ja mal gut sein. Ja, das ist ja noch trauern. Ja, ich glaube, das überfordert dann auch Freunde. Da ist so ein fachkundiger Rat nicht schlecht. Unser Gespräch hat meine Psychologin jetzt mitgehört, die Anja. Mhm. Ich schlage dir vor, dass du mit ihr jetzt weitersprichst. Mhm. Und sie könnte dir, und sie wird ja auch sicher einige gute Informationen an die Hand geben, wohin du dich wenden könntest, dass du dauerhaft vielleicht die nächsten Wochen oder Monate einen Gesprächspartner findest. Ich würde es dir sehr raten und wünschen. Ja. Ja, machen wir das so? Machen wir das so. Dann legst du bitte auf, Simone, und die Anja ruft dich gleich an und ich wünsche dir viel Kraft und auch Erfolg jetzt für die nächsten Wochen und Monate für dein Leben. Ja, das ist mein Urlaub. Dann schönen Urlaub. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt gucke ich hier auf meinen Bildschirm und da läuft der Vorspann des WDR-Fernsehens. Und das heißt, wir werden jetzt ein paar Sekunden warten und dann begrüße ich die restlichen Zuschauer 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann solltet ihr diese Nummer wählen oder mailen domian@wdr.de. So, liebe Leute. Liebes WDR-Fernsehpublikum, wir sind ein bisschen zu spät, bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir da, wir sind live hier und wenn ihr gerne mit mir heute Nacht hier sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch, unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de, wenn ihr mailt, eure Telefonnummer in die Mail mit reinschreiben, bitte. Weiter geht es jetzt. Wir haben hier immer im Radio und bei 1 Festival schon angefangen. Deswegen sage ich, weiter geht es jetzt mit Elfe. Und Elfe ist 17 Jahre alt. Hallo Elfe. Hallo. Das ist aber ein schöner Name, Elfe. Ist das ein richtiger Name oder ein Spitzname? Nee, das ist richtiger Name. Das ist der richtige Name, Elfe. Also ich spreche zum ersten Mal in meinem Leben mit einer Elfe. Um was geht's bei dir, Elfe? Bei mir geht's mein Freund oder mein Ex-Freund besser gesagt, wir haben uns, oder ich besser gesagt, habe mich vor einem halben Jahr von ihm getrennt. Mhm. Und, aber der war halt, also der Grund war, wir waren halt schon 3 Jahre zusammen und in den 3 Jahren war er halt total eifersüchtig und hat mich also sozusagen überwacht. Er hat immer mein Handy nachgeguckt, welche Nummern drin waren, welche SMS und so weiter. Also ohne dein Wissen ist er an dein Handy gegangen, hat da reingeguckt. Ja, genau. Und dann wollte ich ihn halt mich von ihm trennen. Und aber er wollte das halt nicht, hat mich dann nach der Schule abgefangen. Ja. Mit dem Auto halt. Und ist er viel älter als du? Nee, der ist auch 17. Mit dem Auto? Ja, das Auto ist auch noch so eine Sache. Das Auto ist geklaut gewesen. Verstehe.
Okay, und da hat er mich halt mit abgeholt und hat halt gesagt, ja, bitte gib uns noch eine Chance und alles Mögliche. Ja, und ich habe ihm immer klar oder versucht klar zu machen, dass ich nicht mehr von ihm will. Und dann fing er halt an, ja, ich bringe mich um und all so ein Mist halt. Wenn du jetzt aussteigst, dann bringe ich mich um und alles. Ja, ja, aber irgendwann habe ich halt meiner Mutter alles erzählt und sie hat das mir gesagt, wir sollen ihn anzeigen wegen Stalking. Ja. Und ja, so habe ich es dann geschafft, mich von ihm zu trennen. Du hast ihn wirklich angezeigt? Ich habe ihn wirklich angezeigt, ja. Weil der stand nachts vor meiner Haustür, der hat mich ununterbrochen angerufen. Und sowas. Also da sind eine ganze Menge Dinge passiert, weit über das hinaus noch, was du jetzt angedeutet hast, was wirklich dann auch eine Anzeige wert war und die Polizei hat das auch ernst genommen. Ja, hat sie, ja. Ja, ja. Wie hat er denn auf die Anzeige reagiert? Ja, er war sauer, stinksauer. Und hat er das irgendwie dich hat er dir das irgendwie gezeigt oder hast du es zu spüren bekommen? Ja, er hat mich halt direkt danach angerufen. Und der hat dann mich total beleidigt, total fertig gemacht, mir alles Mögliche vorgeworfen. Und ich habe halt mit den ganzen Freunden, also 3 Jahre sind ja schon eine lange Zeit und wir hatten halt denselben Freundeskreis. Und mit den Leuten hatte ich dann auch nichts mehr zu tun, weil er den Leuten halt Mist über mich erzählt hat. Er hat dich schlecht gemacht. Ja, genau. Ganz genau. Also eine richtig üble Geschichte, die du da in deinen jungen Jahren schon erlebt hast. Ja, aber es geht noch weiter. Ah, es geht noch weiter. Ja, und zwar vor einem halben Jahr, in den Sommerferien jetzt, vor einem Monat ungefähr, habe ich ihn auf einer Party wieder getroffen. Und dann habe ich halt mit ihm geschlafen. Wie? Obwohl Schluss war? Ja. Obwohl Schluss war und obwohl du eine Anzeige gegen ihn erstattet hast, hast du mit ihm geschlafen? Ja. Betrunken, ja, und ich habe halt jetzt einen Test gemacht heute selber. Jetzt sag es bitte nicht. Du bist schwanger? Von ihm. Elfe. Ja. Lieber Himmel, wieso hast du mit dem nochmal gepennt nach all dem? Wieso habt ihr nicht verhütet? Ich weiß es nicht. Mann, oh Mann. Du hast einmal mit dem gepennt danach, und dann einmal gepennt, wie du es gerade erzählt hast, und danach war kein Kontakt mehr mit ihm. Nein, kein Kontakt mehr, nur so manchmal am Telefon. Was ist denn aus dieser Anzeige geworden? Ja, was ist daraus geworden? Er hat, keine Ahnung, hat er mir auch nicht mehr erzählt. Also er war halt sauer. Ich weiß nicht, was die gemacht hatten, die Polizei mit ihm. Also du weißt jetzt nicht, die Polizei hat dich nicht nochmal aufgesucht, befragt oder das läuft das Ganze noch, oder wie? Ja, das läuft, denke ich, immer noch. Weiß deine Mutter Bescheid? Darüber nicht. Darüber nicht? Nein. Wer weiß denn darüber Bescheid? Nur er und ich. Wie? Du hast ihm das doch gesagt, dass du schwanger bist? Ich habe ihn angerufen. Du hast ihn angerufen? Ja. Und wie hat er darauf reagiert? Er freut sich. Klar, jetzt wittert er natürlich die Chance, dass er auf diese Art und Weise dich wieder zurückkriegen könnte. Richtig. Wie ist denn dein Gefühl zu ihm? Mein Gefühl zu ihm? Ja, natürlich ist da noch, was heißt noch was, nicht wirklich, weil er hat mich wirklich fertig gemacht. So, ne? Hat er dich auch geschlagen? Nein, das nicht, gar nicht. Aber er hat dich absolut überwacht und Psychoterror ausgeübt auf dich? Richtig, ja. Und das kann ich nicht nochmal, das schaffe ich nicht. Aber ich möchte auch nicht das Kind weg oder abbrechen. Erklärst du dir denn die Tatsache, dass du da schwach geworden bist und dass ihr miteinander Sex hattet, mit dem Alkohol? Ja. Ja. Hast du dich denn danach, als es dann passiert war und du wieder bei Sinnen warst, hast du dich darüber geärgert? Ja, klar. Vor allem, weil ich mich an kaum was erinnern konnte. So, und dann, ja. So, ich habe so gerade irgendwie rausgehört, dass ich deute das so, dass du mit deiner Mutter eigentlich einen ganz guten Kontakt hast und einen guten Draht pflegst. Naja, geht so. Geht so? Geht so. Also in manchen Sachen, wo ich ihr wirklich was erzähle, da hilft sie mir auch und wir können auch gut miteinander reden, aber naja, geht so. Aber in dieser Sache mit dem Freund, dass der dich da so unglaublich belästigt hat, da hat sie dir dann schon zur Seite gestanden? Ja. 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 Dreht der denn sonst irgendwelche krummen Sachen noch? Noch weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall viel, sehr, sehr, sehr viel. Und auch in vielen Sachen, wo ich auch noch drin mit hing oder hänge. Ja.
Also noch ein Grund mehr, auf Abstand zu ihm zu gehen. Ja, eigentlich schon. Damit du dein Leben nicht auch da schon so früh belastest oder gar ruinierst. Ja, mhm. So, Elfe. Jetzt ist das passiert, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Ja. Da kann man jetzt tausendmal schimpfen, wieso hast du das gemacht und warum hast du keine Kondome benutzt. Aber das ist ja jetzt passiert. Ja. Und es ist definitiv so, dass du schwanger bist? Ja. Also ich gehe morgen zum Arzt. Also besser gesagt, ich rufe da an. Aber wenn auf dem blöden Test steht ja, dann muss es ja sein. Ja. Das war so ein Test, den man in der Apotheke kaufen kann. Ja, genau. Ja. So, jetzt gehst du mal erstmal zum Arzt. Mhm. Und wollen mal gucken, was nun wirklich los ist. Oder ja. Du lässt es bestätigen. Ja. Deine innere Einstellung ist aber schon so, jetzt habe ich etwas gemacht, nun muss ich auch dazu stehen. Ja, ja, doch, das, eigentlich schon, weil, ja. Finde ich auch. Aber, das muss man selbst entscheiden und du bist 17 Jahre alt. Ich rate dir ganz dringend. Ja. In welcher Reihenfolge auch immer, mit deiner Mutter zu sprechen. Oh Gott, ja. Und so schnell wie möglich eine Beratungsstelle aufzusuchen für solche Fälle. Geben wir dir gleich gerne Adressen. Ja, gerne. Und dann überlegst du, ob du erst zur Beratungsstelle gehst und es dann deiner Mutter sagst oder umgekehrt. Entscheidest du so, wie du es für richtig hältst. Mhm. Aber du kannst es ja nicht verheimlichen. Du kannst es nur eine gewisse Zeit verheimlichen, aber dann ist es ja nicht mehr möglich. Ja. Ne? Ja. Was machst du? Du bist Schülerin noch, ne? Ja, eigentlich schon. Ich gehe im Moment nur auf die Berufsschule. Ja, das heißt, du machst eine Ausbildung? Mm-mm. Nee. Nee, alles abgebrochen. Alles abgebrochen? Und, ja. Und gehst trotzdem zur Berufsschule? Ja, dieses Pflicht. Ach so. Mhm. Ja. Warum abgebrochen? Weiß ich selber nicht. Schön doof, ne? Ja. Was hast du denn angefangen? Was war das? Also so ein... Ich habe nur Klasse 9 Abschluss, also was heißt Abschluss, Abgangszeugnis. Ja. Weil da bin ich das erste Mal aus einer Schule geflogen. Mhm. Und seitdem wechsle ich die Schule immer wieder. Mhm. Aber irgendwie klappt es nicht. Ja, und jetzt habe ich halt angefangen, das heißt Berufsorientierungsjahr. Also da mache ich Schule. Ja. Und Abschluss hätte ich dann. Ja. Mache Praktikum, aber... Aber? Ich habe es abgebrochen. Ja. Also, wenn du jetzt wirklich schwanger bist und das Kind bekommen wirst, musst du eh dein ganzes Leben neu überdenken und sortieren. Ja. Elfe. Wenn du jetzt auch schon viel Fehler gemacht hast, hast du ja. Ja. Ist das auch noch keine endgültige Lebenskatastrophe? Möchte ich dir auch sagen. Mhm. Du bist so jung, da kann man noch vieles wieder rausreißen. Und alle Leute machen Fehler oder auch schwere Fehler. Ja. Und nun hast du es auch gemacht. So, das sollte dich nicht davon abhalten zu sagen, ich lasse mich das völlig gehen, sondern das sollte dich eigentlich motivieren zu sagen, Mensch, jetzt ist so viel schiefgelaufen, ich bin erst 17 Jahre alt, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand, wenn es jetzt auch sehr kompliziert wird, aber jetzt will ich es durchziehen. Ja. Und dazu brauchst du einfach ein paar gute Leute an deiner Seite, die dich auch beraten. Ja. Ja? Okay. So, jetzt bitte ich dich Folgendes zu tun, du legst auf. Mhm. Dann wirst du, ich weiß nicht sofort, aber in den nächsten Minuten von meiner Psychologin, das ist eine sehr nette junge Frau, die heißt Anja, wirst du zurückgerufen. Mhm. Und dann wird die Anja dir erstmal die entsprechenden Beratungsstellen nennen, in deiner Umgebung. Okay. Und du kannst auch natürlich mit der Anja auch nochmal eingehend über dein Problem und deinen Fall auch noch sprechen und ihre Meinung auch einholen. Ja, okay. Ja. Liebe Elfe, ja. Ganz, ganz viel Kraft und toi, toi, toi für die nächste Zeit, die jetzt... dir bevorsteht. Ja, danke. Alles Liebe, du legst auf, wir rufen zurück. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch doch schon mal unser Thema von morgen sagen. Heute haben wir ja eine Freitemennacht, wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und morgen heißt das Thema Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ich möchte gerne mit euch sprechen, wie ihr ja irgendetwas ganz Abstruses mal gemacht habt oder vielleicht zur Zeit immer noch tut. Und ihr sagt, das bin ich nicht, aber ich mache das. Oder es ist irgendwann mal was geschehen und ihr habt
im Affekt vielleicht etwas getan, von dem ihr sagt, ich erkenne mich nicht wieder. Das ist eigentlich gar nicht meine Person, aber ich habe das getan. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, per Mail domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Vielleicht seid ihr sogar im Moment in einer Phase, von der ihr sagt, ich erkenne mich selbst nicht wieder, das bin nicht ich. Oder ihr habt, wie gesagt, mal etwas getan und danach habt ihr gesagt, Mensch, das war ich nicht. Ich bin völlig baff und auch erschrocken über mich selbst. Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Das ist unser Thema morgen, aber heute haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Sabrina. Sabrina ist 21. Hallo Sabrina. Ja, hallo. Hallo Sabrina. Schön, dass du da bist. Und zwar geht es darum, mein Freund, Ex-Freund, das weiß man bei uns nie so genau. Das ist eine ganz schwere Situation. Wir sind seit, wir in diesem Monat 3 Jahre zusammen. Mhm. Und es sieht, also die erste Zeit mit ihm war wirklich wunderbar. Mhm. Wir haben auch ein gemeinsames Kind. Wir hatten zusammen eine gemeinsame Wohnung. Nur, ich sag mal, die letzten 1,5 Jahre. Läuft alles schief. Dann sagt er mal wieder, er liebt mich und er ist PC-süchtig, muss ich dazu sagen. Er verbringt so 15, 16 Stunden am Tag vom PC. PC-süchtig? Ja, also denke ich mal, weil welcher normale Mensch sollte denn sonst 15 bis 16 Stunden vom PC sitzen? Also er arbeitet nicht? Nee, das nicht. Wohnt ihr denn noch zusammen? Lass mich mal so ein paar Fragen stellen, damit ich die ganze Situation gut verstehe. Ja, im Moment bin ich bei meiner Mutter, weil es sieht immer so aus. Er hat ständig irgendwelche Internetbekanntschaften. Mhm. Dann lädt er die zu sich nach Hause ein und oder Frauen. Trifft sich mit denen, ja, Frauen. Mhm. Und schmeißt mich dann wieder aus der Wohnung raus. Er schlägt mich aus heiterem Himmel. Wenn ich ihm nur mal sage, kommst du mal vom PC weg, lass uns mal irgendwas unternehmen mit der Kleinen spielen oder so. Wie alt ist die Kleine? Die Kleine wird im Dezember 2. 2. Und, Moment mal, der schlägt dich? Ja. Wenn du sagst, geh vom PC weg, der holt sich Frauen in eure Wohnung und schmeißt dich dann raus, wenn die Frauen kommen? Ja, sicher. Im Moment ist es auch wieder so, das war jetzt am Freitag oder Samstag gewesen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja. Da ist auch wieder eine aus dem Internet, die er da kennengelernt hat, die kommt aus Hamburg, also 500 Kilometer von uns entfernt. Mhm. Er sagte 2 Tage vorher noch, er liebt mich ja so sehr und das ist ja alles so schön und toll und ich mache alles für ihn, ich tue alles. Und dann hat er mich mal eben Abend bevor, dass dieses Mädchen da gekommen ist, rausgeschmissen. Jetzt bin ich im Moment mit unserem Kind bei meiner Mutter. Hat er denn zu dir gesagt, hier ist hau ab, ich krieg Besuch von einer Frau? Ja, er hat zu mir gesagt, weil er verrennt sich schnell in irgendwelche Sachen. Er hat zu mir gesagt, er wird mich ja nicht mehr lieben und er hätte da im Internet eine andere kennengelernt und das wäre die große Liebe. Die haben sich noch nie gesehen, außer halt so auf Fotos und so. Verstehe, dann hast du das Kind genommen und bist zu deiner Mutter gefahren. Ja, wo sollte ich denn sonst hin? Er ist ausgerastet, er hat die Badezimmertür eingetreten bei uns, er hat mich geschlagen, er schlägt auch teilweise unsere Tochter. Er schlägt das. Stopp mal. Der schlägt das kleine Kind von 2 Jahren. Ja, teilweise, wenn er vom PC saß und sie mit Spielzeug angekommen ist, Papa spielen. Und sie ist wirklich ein sehr, sehr freundliches und liebes Kind. Wie alt ist er eigentlich? Er ist 24. 24. Und dann nimmt er ihre Spielsachen und schmeißt die durch die Gegend oder er macht dann halt solche Sachen, dass er die Kleine dann schon mal haut, schlägt und sie geht trotzdem immer wieder zu ihm hin. So Sabrina, jetzt unterbreche ich mal einfach. Du könntest mir wahrscheinlich noch ganz viel erzählen. Wahrscheinlich unglaublich viel. Aber das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, was er mit dir macht und was er vor allen Dingen auch jetzt mit der Kleinen macht, ist so gravierend und so schlimm, finde ich, dass es nur noch eine einzige Frage gibt, warum trennst du dich nicht von diesem Mann? Ja, ich liebe ihn. Er sagt bitte, nein, komm. Jetzt, ich wollte gerade schon zu dir sagen, sag bitte jetzt nicht, ich liebe ihn. Das lasse ich einfach nicht gelten. Ein Typ, der dich schlägt und der dein Kind, dein 2-jähriges Kind schlägt, da sagt man nicht, den liebe ich. Oder da muss man über sich selbst nachdenken, was ist mit mir los, dass ich sage, ich liebe den. Ja, ich weiß ja selber nicht, was mit mir los ist. Ich
versuche immer von ihm loszukommen, aber ich schaffe es nicht. Ich hatte mich auch schon mehrmals von ihm getrennt, weil auch wegen seinen Internetbekanntschaften, das ist ja nicht das erste Mal, so wie es jetzt ist. Mhm. Er hat uns schon oft auch teilweise mitten in der Nacht rausgeschmissen. Das war auf der Straße standen, als ich dann zu meiner Mutter musste. Mhm. Was sagt dir deine Mutter zu den ganzen Sachen? Meine Mutter, die kann auch nicht mehr, die ist einfach fertig und... Aber er hat uns immer wieder dann rausgeschmissen und dann hatte ich mir schon mal jemand anders gesucht, dann ist er wiedergekommen und ich liebe dich ja so sehr, alles wird anders. Mhm. Das hat er jedes Mal gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile das fünfte oder sechste Mal, dass er so eine Internetbekanntschaft eingeladen hat. Ich hab es jetzt verstanden, Sabrina. Ich habe es wirklich verstanden und mir ist die Dramatik völlig klar. Ich habe kein Mitleid mit deiner Situation im Moment, weil ich dich an dich appellieren möchte, dass du etwas unternimmst, weil du trägst eben auch sehr große Verantwortung, nicht nur für dich, du bist auch erst 21 Jahre alt, sondern auch für dein kleines zweijähriges Kind. Ja. Und wenn du das nicht schaffst, das nehme ich auch ernst, wenn du aufgrund irgendwelcher gefühlsmäßigen Verwicklungen von ihm nicht loskommst, dann hol dir von außen Hilfe, dass du das schaffst, damit du da rauskommst, damit du das Kind schützt und letztendlich dich auch schützt. Ich habe ja schon so oft versucht, irgendwie, dass ich da von ihm loskomme. Oder ich habe ihm auch vorgeschlagen, dass er mal eine Therapie macht, weil es ist ein paar Tage lang, so 2-3 Tage geht alles gut. Da ist alles schön harmonisch. Er sagt, er liebt mich, es ist toll, es ist schön. Es ist wirklich wunderbar. Und dann auf einmal knallt er wieder durch, als wenn bei ihm ein Schalter umgelegt wird. Und dann wird er sowas von brutal und aggressiv. Sabrina, weißt du, was ich glaube? In erster Linie wäre es vielleicht nötig, dass du eine Therapie machst. Dass du stark genug und selbstbewusst genug wirst, von dem wegzugehen. So wie das Spielchen jetzt läuft, ist doch völlig klar. Der hat gelernt, mit Sabrina kann ich all das immer wieder machen. Ich kann mich benehmen wie der Letzte. Und sie wird immer wieder zu mir zurückkommen. Er hat keine Grenzen von dir gesetzt bekommen. Ich mache es dir nicht zum Vorwurf, weil ich weiß nicht, wie seelisch du gestrickt bist und was für Abhängigkeiten da bestehen. Aber du musst, wenn du es alleine nicht schaffst, musst du noch nach außen greifen. Ich meine, du hast ja hier schon mal angerufen. Das ist ja schon mal ein großer Schritt. Mhm. Das ist ein wirklich... Ich weiß ja wirklich nicht mehr weiter. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ja. Weil ich schaffe es einfach nicht, alleine von ihm loszukommen. Mhm. Wenn ich jetzt schon wieder darüber nachdenke, was er macht und in ein paar Tagen steht er sowieso wieder vor meiner Tür und sagt, ich liebe dich ja so sehr. Mhm. Und dann, wenn er in dem Moment, wo er sagt, ich liebe dich, dann kannst du nicht anders. Dann. Nee, weil ich wünsche mir einfach nur eine vernünftige Familie mit ihm. Das alles war. Es war ja auch anders gewesen. Mhm. Sabrina, das kann ich gut verstehen, dass man sich natürlich eine intakte Familie wünscht. Aber man darf auch nicht zu lange einer Illusion hinterherlaufen, wenn die Realität genau das Gegenteil aussagt. Dafür müsste er ganz viel tun. Ja, und er belügt mich von vorne bis hinten. Er sagt immer, andere Leute wären daran schuld, die würden ihm ja einreden, ich wäre nicht gut für ihn, aber wenn ich dann mir mal die anderen Leute anhöre, was er bei seinen Freunden, Kollegen etc. pp. Über mich erzählt, dann kann ich das ganz gut nachvollziehen. Jetzt war ich letztens bei Freunden von ihm gewesen, die ich jetzt flüchtig kenne und hatte mir das mal angehört, was er da denn so erzählt, was er da denn so übers Internet mit denen schreibt. Und da kann ich voll und ganz nachvollziehen, wie die Leute dann denken, er verdreht die Tatsachen, er erzählt Lügen, er macht dich schlecht. Geschichten. Ja, ich darf auch nicht rausgehen, weil ich könnte ja mal irgendwo, wenn ich weggehe, mal einen anderen Mann kennenlernen, der sich für mich interessieren könnte und das darf alles nicht sein. Er darf alles machen und ich nichts. Und die Situation ist, du sagtest, dass er nicht arbeitet. Hat er mal gearbeitet? Er sagte, er hätte früher angeblich mal gearbeitet, aber... Aber solange ihr miteinander zusammen seid und noch kein Mal, hat er auch keine Ausbildung gemacht? Er sagte mir, er hätte eine Ausbildung gemacht, bloß er hätte 2 Monate vorher die Ausbildung abgebrochen. Und von was lebt ihr? Er bezieht Arbeitslosengeld 2. Ich hatte erst Abitur gemacht, dann noch eine Ausbildung und habe jetzt einen Studienplatz und ich bekomme halt dementsprechend BAföG und sowas. Hör mal, ich höre wohl nicht richtig. Du hast Abitur gemacht, du hast sogar eine Ausbildung gemacht. Als was? Was für eine Ausbildung?
als biologisch-technische Assistentin. Und bist auch noch nebenher Mutter geworden? Ja. Und das hast du alles geschafft? Ja, ich hatte Unterstützung viel von meiner Mutter. Ja, aber trotzdem, Respekt. Ja, ja, komm, Respekt, Respekt, Respekt. Das zeigt mir jetzt aber, dass du wirklich eine sehr, sehr starke Frau auch bist. Dass du dein Ding. Ich bin nebenbei auch noch immer arbeiten gegangen in den Ferien und alles, weil einer musste ja zusehen, dass das Geld. Ja, ich wollte gerade sagen, und du hast ihn mit durchgefüttert. Ja, ich habe. Und du bist so ein fleißiges Mädchen und hast deine Schule gemacht, deine Ausbildung und willst jetzt studieren. Was willst du studieren? Medizin. Sensationell, Sabrina. Lass dir das Leben nicht von dem Typ kaputt machen. Und ich habe wirklich alles, also für meine Familie tue ich wirklich alles. In erster Linie ist natürlich meine Tochter, wenn ich was brauche, ist klar. Und, ich will es dir nochmal sagen. Ich will es dir wirklich nochmal sagen. Nicht, dass das jetzt so untergeht. Ich habe da ganz hohen Respekt vor, was du schon gemacht hast mit deinen 21 Jahren. In der Situation, in der du lebst, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Wenn du die Kräfte, die du offensichtlich hast, und die Cleverness auch, wenn du das bündelst, auch in dein Privatleben rein, dann wirst du den Absprung von dem Typ auch schaffen. Da bin ich aber auch ganz sicher. Das musst du nur für dich richtig entscheiden. Und wenn du es allein nicht schaffst, wie gesagt, dann musst du dir klug Hilfe holen. Wir werden dir gleich noch ein paar Hilfestellungen an die Hand geben, was du tun kannst. Ich möchte dich nur wirklich animieren und dir wirklich dich bitten und dir raten, es zu tun. Mhm. Ich glaube, dass du wirklich ein tolles, erfolgreiches Leben vor dir hast, wenn du das jetzt schon so toll durchgezogen hast. Und das darf dir nicht kaputt machen. Punkt. Ich habe vor allen Dingen, ich habe früher schon jeden Cent gespart. Ich gehe auch heute nebenbei, sofern es zeitlich halt möglich ist, arbeiten. Mhm. Und dass die beiden halt leben können. Ich muss immer auf alles verzichten. Ich kann niemals mir mal neue Sachen kaufen. Mhm. Nicht, weil er kommt dann immer wieder mit seinen Wünschen an und möchte dies und möchte das. Und dann sage ich, komm, ich verzichte diesen Monat dann nochmal. Unglaublich. Und, so darf es nicht weitergehen, Sabrina. So darf es nicht weitergehen. Wir werden dich jetzt zurückrufen. Mhm. Dann kriegst du erstmal eine ganze Menge Infos an die Hand, wo und wie du dir Hilfe holen kannst. Und da musst du es mit vereinten Kräften musst du es angehen. Ja, alleine schaffe ich das nicht. Ja, genau, genau. Insofern ist das ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich Hilfe holt. Das ist ja alles in Ordnung. Mhm. Und ich sag dir, alle Leute, die dir zugehört haben, haben hohe Sympathie für dich. Ich spüre das, ich weiß es. Meine Person eingeschlossen. Und wir drücken dir alle die Daumen, dass du schaffst, den Absprung schaffst und dir deinen Lebenstraum, wie auch immer beruflich und dann auch privat aussehen wird, dass du ihn dir verwirklichen kannst. Mhm. Alles Liebe, alles Gute. Du legst auf und Anja ruft dich gleich wieder an. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier live erreichen könnt. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr etwas getan habt und hinterher sagt ihr, ich erkenne mich selbst nicht wieder, dass ich das getan habe? Oder vielleicht lebt ihr im Moment sogar in einer Phase, von der ihr sagt, ich bin im Moment so anders drauf, das ist eigentlich nicht meine Persönlichkeit. Was ist los mit mir? Oder ist es aus diesen und diesen Gründen geschehen? Also wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann mailt rund um die Uhr oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind ja die Leitungen hier alle bei uns immer geschaltet. So, hier ist die Christiane. Christiane, 28, guten Morgen. Hallo. Hallo Christiane. Um was geht's bei dir? Ja, also ich hatte am 13. Juli eine Totgeburt. Ja. Ich war Ende 16. Woche, also Ende 4. Monats. Ja. Und habe letzte Woche im Briefkasten einen Briefumschlag gehabt mit einem Faltblatt drin, ohne Absender. Mut zum Trauern heißt Mut zum Leben. Und Mut zum Trauern heißt... Bitte? Was denn? Mut zum Trauern heißt Mut zum Leben? Ja. Das ist so ein Faltblatt, wie so ein Flyer. Ja. Und ja, wusste erstmal gar nicht, von wem das kam. Mhm. Und da steht eine Telefonnummer drin, die habe ich dann angerufen, habe die erstmal gefragt, woher die das überhaupt weiß. Und und dann hat die mir das erstmal erklärt, was diese Organisation überhaupt ist. Und dass halt auch so kleine Kinder bestattet werden. Mhm. Und ich habe halt die Möglichkeit, dieses Kind jetzt nochmal anzuschauen. Mhm. Weil solche Bestattungen sind nur dreimal im Jahr.
Moment, eins nach dem anderen. Die Totgeburt war am 13.07., sagst du. Ja. Und du hattest dann die Möglichkeit, das Kind nochmal anzuschauen? Ja, jetzt, durch dieses Faltblatt. Wo war das Kind denn bis heute? Ja, in der Pathologie. Das wurde ja auch untersucht, warum, weshalb, wieso ich halt eine Totgeburt hatte. Ach so. So, und so lange war es in der Pathologie, bis heute? Ja, das ist in so einer Flüssigkeit, sage ich jetzt mal, eingelegt. Mhm. Ist das, macht man das so oder war das ein besonderer Fall bei dir? Nein, das macht man heute so, weil vor Jahren haben sich Eltern stark gemacht, dass halt auch solche kleinen Kinder nicht in diesen medizinischen Abfall kommen. Ja, ja, das weiß ich schon, das ist mir schon klar. Mhm. So, jetzt hat man dich also aufmerksam gemacht darauf, dass man das Kind bestatten kann. Genau. Jetzt habe ich gerade immer noch nicht verstanden, woher die wussten, dass du so ein Schicksal hattest. In der Pathologie. Ach so. Genau. Das kam dann aber auch erst nach zwei Gesprächen mit der Frau raus, dass das von der Pathologie an die weitergegeben wurde, weil das halt in einer Stadt ist. Mhm. Und also es gibt es bei uns, wir sind so eine Kleinstadt nur. Mhm. Mhm. Und und ich habe halt lang mit der gesprochen und die hat mir halt erzählt, dass von den Kindern auch noch Bilder gemacht werden und Fußabdrücke. Mhm. Mhm. Und da war meine Frage natürlich sofort, ob ich da mit kann. Ja. Und weil ich bin auch in der Gesprächstherapie. Ja. Und meine Therapeutin hat mir halt gesagt, dass ich eigentlich gar nicht die Chance hatte, mich zu verabschieden. Mhm. Mhm. Weil das Kind, sage ich jetzt mal ganz plump, kam raus und ich bin sofort in den OP geschoben worden zur Ausschabung. Mhm. Und ich habe es auch nicht gesehen und nur mein Freund hat es gesehen und der hat mich immer wieder in die Kissen zurückgedrückt, weil wir waren alleine zu dem Zeitpunkt im Zimmer, weil die Hebamme sich Handschuhe geholt hat. Und es hat auch keiner mit gerechnet, dass es überhaupt noch kam. Also ich habe ja zwei Tage in Wehen gelegen und der Arzt hat sich dann schlafen gelegt, weil wir den Venentropf abgemacht haben und wollten am nächsten Morgen eigentlich weitermachen, weil sich halt nichts getan hatte und dann kamen halt doch die Venen, also die hammerharten Venen eigentlich. Mhm, und das ging alles so schnell. Und also ja, da gab es keine Chance, das Kind zu sehen, sich, wie du gerade gesagt hast, zu verabschieden. Nein, also die Hebamme hat auch zu mir gesagt, es war kein schöner Anblick mehr, weil das Kind halt auch schon 3 bis 4 Tage tot war. Mhm, ansonsten hätte sie es mir gezeigt und der Arzt hat mir hinterher nur erklärt, weil ich halt auch wissen wollte, was es ist. Es war ein Junge und wir haben ihn Paul genannt. Ja. So, jetzt muss ich dich aber nochmal fragen. Man hat dich aber nicht im Krankenhaus darauf aufmerksam gemacht, dass du das Kind bestatten kannst. Nein. Nein, man hat es einfach genommen und hat es in diese Flüssigkeit eingelegt, was ich ja schon etwas gruselig finde. Aber ich wusste nicht, dass man das dann so dann auch macht. Wusste man ich hat nicht. Mir nur gesagt, dass es in die Klinik halt nach Göttingen eingeschickt wird. Ja. Zur Untersuchung. Mhm. Und der Arzt sagte mir nur, dass es nicht lebensfähig gewesen wäre, weil die Bauchdecke gebrochen war. Mhm. So, jetzt bist du informiert worden, dass man auch ein so früh geborenes Kind beisetzen kann und dass dein Kind sich in einer Pathologie befindet. Genau. Und jetzt bist du dorthin gefahren? Nein, noch nicht. Noch nicht? Das ist jetzt am 17. September, also solche Bestattungen sind nur 3-mal im Jahr. Ja. Und jetzt am 12. ist so ein Vortreffen mit den Eltern, wo halt andere Kinder auch gestorben sind. Ja. Und am 17. fährt diese Frau von dieser Organisation in die Pathologie, um die Bilder zu machen und die Fußabdrücke. Und da habe ich halt gefragt, ob ich mit kann. Mhm. Und da hat sie gesagt, ja. Also sie hat sich da erkundigt, ob ich da mit kann. Da haben die gesagt, ja. Mhm. Und am 19. ist die Bestattung. Das heißt, du wirst dein Kind sehen? Ja. Hast du Angst davor? Ja. Ja, da hätte ich auch Angst vor. Also vor allen Dingen, weil mir jeder abredet. Mhm. Also meine Mutter redet mir wirklich ins Gewissen und sagt, mach das nicht, du wirst diesen Anblick nie vergessen. Und ich habe diese Frau ja auch gefragt, was da auf mich zukommt. Mhm. Und die meinte halt nur, es ist halt nicht mehr rosa, wie es halt normal ist, sondern es ist halt schon so gräulich. Mhm. Und das wird in so einen Verband eingewickelt, wie so ein Anzug und in ein Deckchen gehüllt und in ein Körbchen gelegt. Mhm. Und dass ich da halt auch ganz vorsichtig dran rangeführt werde und ich weiß einfach nicht, soll ich es mir angucken, weil ich habe einfach Angst, wenn ich dann bei der Beerdigung bin, dass ich vor diesem Kindersarg stehe, wo halt mehrere Kinder drin sind und mir dann denke, wie sieht es wohl aus, weil ich habe diesem Kind kein Gesicht gegeben, weil... Ja, achso, in diesem Sarg werden dann mehrere Kinder liegen. Ja, weil die halt alle so klein sind. Es ist ja, also er hat
14 Zentimeter groß ist er. Mhm. Wenn du, ich habe das richtig verstanden, wenn du ihn siehst, dann ist er natürlich schon aus dieser Flüssigkeit herausgenommen und er wird würdevoll in ein Tuch gelegt oder so. Hm. Ja. 14 Zentimeter ist er groß. 14 Zentimeter. Was sagt dein Mann denn? Ja, mein Mann, also mein Freund. Wir sind noch nicht lang zusammen, 8,5 Monate. Wir sind Silvester erst zusammengekommen. Er war auch gegen diese Schwangerschaft da anfangs. Und also er kommt nicht mit. Er sagt, für ihn, ja, er hat das eigentlich abgehakt, es ist halt so. Mhm. Aber zu der Beerdigung geht er mit, aber auch nur mir zuliebe. Was sagt deine Therapeutin? Sie findet das toll. Sie sagt, es ist für mich ein Wink des Schicksals. Mhm. Dass du dieses Faltblatt in den Briefkasten bekommen hast quasi. Ja, dass ich halt die Chance bekomme, Abschied zu nehmen, weil ich halt, also mein Vater ist gestorben, muss ich dazu sagen, im März. Mhm. Nach 7 Wochen Intensivaufenthalt, auch völlig plötzlich, muss man auch dazu sagen. Und ich habe die Trauer von dem Kind eigentlich hinter die Trauer von meinem Vater gepackt. Also ich sehe dieses Kind auch nicht. Mhm. Deswegen, vorhin, der nette junge Mann, mit dem ich gesprochen habe bei euch, der hat auch gesagt, dass ich sehr locker darüber reden kann. Und das liegt daran, dass ich eigentlich nur die Trauer von meinem Vater vor Augen habe. Und sie sagt halt, dass das eine ganz tolle Sache ist, dass ich jetzt dieses Kind wirklich vor Augen bekomme und Abschied nehmen kann. Und deine Mutter rät dir ab? Ja, also viele raten mir ab. Mhm. Meine beste Freundin fährt mit mir hin. Mhm. Sie hat gesagt, sie lässt mich da nicht hängen, findet das eigentlich auch gut. Eigentlich? Eigentlich? Eigentlich, ja. Die beste Freundin, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, ich hatte gerade einen Gedanken. Aber die fährt dich hin, aber... Sie rät auch davon ab, die beste Freundin. Ja, sie sagt halt, ich muss das entscheiden. Natürlich, natürlich. Also sie redet mir da nicht rein. Weißt du, Christiane, du hast gerade so ein paar Mal oder zweimal gesagt, das Kind hat kein Gesicht für mich. Ja. Und ein Gesicht zu haben ist vielleicht wichtig, um zu trauern, um Abschied nehmen zu können. Ja. Aber ich bin trotzdem unsicher. Ich hätte vorhin, wenn ich du wäre, hätte ich vor dieser Begegnung natürlich auch Angst. Ja. Aber generell glaube ich, dass es gut ist, wenn man sich von einem Verstorbenen, sei es nun ein sehr alter Mensch oder auch ein so junges Wesen, wenn man sich verabschieden kann. Ja, dass es einfach einen Platz hat. Ja. So denke ich das halt, dass das Kind auch seinen Platz bekommt. Mhm. Oh Mensch, ich habe richtig. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Das kann man natürlich nicht, aber ich versuche es trotzdem, wenn ich in deiner Lage wäre. Und ich wurde gerade auch sehr hellhörig, was deine Therapeutin gesagt hat, denn die kennt dich ja nun sehr gut. Mit der hast du viele Gespräche geführt. Ja. Ich habe auch einen Sohn, muss ich dazu sagen, der ist 8 Jahre alt. Mhm. Deswegen bin ich ja bei ihr, weil sie ist eigentlich Erziehungsberatung. Mhm. Und die kennt mich, die kennt meinen Sohn und die kennt auch meine Mutter. Meine Mutter hält von so Therapiesachen überhaupt nichts. Und also die kennt mich wirklich ganz genau, weil der erzählt wirklich alles. Und ja, aber ich bin trotzdem unsicher. Ich bin verdammt unsicher. Ja. Weil ich einfach Angst habe, dass ich dieses Bild wirklich nie vergesse. Mhm. Aber also, spielen wir mal die andere. Bitte? Dass es ein schlimmes Bild wird, davor habe ich Angst. Aber spielen wir mal die andere Variante durch. Das Kind wird beerdigt, ohne dass du es je gesehen hast. Ja. Könnte es passieren, dass du dein Leben lang dir Vorwürfe machst? Ja. Hätte ich hatte sogar die Chance und habe sie nicht genutzt. Ja. Ja. Und genau das ist es, dass ich hinterher vor diesem Sarg stehe und denke, was liegt da drin? Mhm. Also ich sag dir jetzt mal mein persönliches Gefühl, soweit, wie gesagt, ich mich in dich hineinversetzen kann oder wenn ich in der Situation wäre, ich würde es tun. Ja. Ich würde es tun. Ja. Ist wichtig, ne? Ja, ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja. Ich finde es halt nur schade, dass mein Freund... Das finde ich auch sehr traurig, muss ich sagen. Und dass er sagt, ich komme auch nur zur Beerdigung mit dir zuliebe. Ja. Das ist sehr traurig. Ja. Aber vielleicht kannst du...
eher deinen Frieden mit dem Unglück, mit diesem Unglücksfall machen, wenn du dich wirklich verabschiedet hast und wenn du den kleinen Wurm mal gesehen hast. Ja. Ist echt scheiße, man muss es wirklich mal so sagen. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, Christiane, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, ich weiß nicht, wie eng die Beziehung ist, wenn deine Psychologin mitkäme, deine Beraterin. Nee. Die Beziehung, ja. Ist auch nur so eine Idee gerade gewesen, oder dass sie draußen vor der Tür wartet oder so, falls es zu schlimm für dich ist. Aber da hast du deine Freundin, ja. Ja. Da hast du deine Freundin. Ja. Das ist natürlich eine komplett individuelle Entscheidung. Und manch einer würde anders entscheiden. Ja. Aber ich habe das jetzt auch nochmal so zu dir gesagt. Also ich glaube, ich funktioniere so. Ich würde sagen, ich möchte Abschied nehmen, ich möchte sehen. Ja. Und in deinem Fall hat mich das nochmal unterstützt, was deine Psychologin gesagt hat. Ja. Dass die gesagt hat, das ist ein Wink des Schicksals, dass du das machen kannst. Ja. Ich meine, letztendlich wird dein Herz das entscheiden, kurz vorher, ob du es machst oder nicht. Ja. Ja, die Frau von der Organisation hat halt auch gesagt, dass ich da ganz langsam rangeführt werde. Mhm. Mhm. Und liebe Christiane, ich habe dir so meine Meinung gesagt, meine Einschätzung. Möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht noch ein paar Worte sprechen? Ja, das wäre toll. Okay, dann wird... der Jan auch sehr nett war, muss ich mal so sagen. Der war echt toll, muss ich sagen. Meine Mitarbeiter sind sehr nett hier. Ja, doch, der war wirklich sehr nett. Das ist schön zu hören. Ja. Liebe Christiane, dann ruft dich gleich die Anja, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Okay, alles klar. Ich danke dir. Ich wünsche dir die richtige Entscheidung. Okay, danke. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Und hier ist die Hannelore. Und Hannelore ist 58. Guten Morgen. Weia, hört sich das jetzt komisch an. Guten Morgen, Domi. Was hört sich komisch an? Alles, weil ich wenn ich hingucken kann, ich gar nicht, da wird mir schwindelig, weil das alles so zeitversetzt. Das kommt zeitversetzt über den Fernseher, ja. Am besten. Ich sitze jetzt aber schon so lange davor, also fast eine Dreiviertelstunde. Und es hört sich so komisch an, wenn du plötzlich Guten Morgen sagst. Guten Morgen, Domian. Ja, guten ich Morgen. Ich hoffe, dass die Dame eben von vorher noch dran ist. Ich würde dich auf Knien bitten, sie soll das nicht machen. Sie soll das nicht machen? Nein, sie soll das nicht machen. Ich werde dir auch sagen, warum, Domian. Mhm. Stell dir deine liebe Mutter vor, die liebst du doch über alles. Die hast du aber im Leben. Ja. Die hat gelebt, die hast du angefasst, gestreichelt. Dieses Kind hat nicht gelebt. Und so wie sie es jetzt sieht, würde ja ihr Kind nie gewesen sein. Mhm. Also mein guter Tipp wäre, weil ich komme gleich darauf zurück, warum. Ich habe beide Eltern in diesem Jahr verloren. Mhm. Mein guter Tipp wäre, ein wunderschönes Babybild, was sie irgendwo sieht, kaufen, zu Hause übers Bett hängen und sagen, so soll er aussehen, so soll er sein. Ich weiß nicht, ob man damit jemals fertig wird. Ich glaube, man wird eher damit fertig, wenn man sich immer sagt, hätte ich es mir angesehen, als damit fertig zu werden. Sie schaut sich das an. Es ist wirklich so ein schwieriges Thema. Es ist so ein schwieriges Thema. Ich weiß es. Ich möchte auch nur eindringlich davor warnen, Psychologen sagen oft sehr viel. Mhm. Ich habe damit auch sehr viel Berührung gehabt, selbst, weil ich so krank war, durch die Pflege meiner Eltern. Ich kann nur sagen, man liebt das, was sie in sich getragen hat und das, was ich verloren habe, sowieso. Mhm. Man sollte sich nicht diesen letzten Blick antun, wirklich nicht. Gut, das finde ich interessant und auch nett, dass du deine Meinung und deine Einschätzung auch noch gesagt hast. Und es ist auch nur eine Herzensmeinung. Ja, na klar, das ist ja völlig klar. Das verstehe ich auch so. Und vielleicht hat die Christiane das jetzt noch mitgehört. Ich wünsche es mir. Mhm. Ich wünsche es mir, weil sie soll sich das schönste Kinder-Babybild, was sie sieht, das soll sie sich hinhängen und sagen, so würde er aussehen. Das soll sie lieben lernen. Du hast aber jetzt nicht das als Reaktion angerufen auf das Gespräch. Nein. Ich habe ein Thema von gestern, was auf morgen auch passt. Ich erkenne mich nicht wieder und das, was gestern war, deswegen rufe ich an. Gestern hatten wir der Sommer 2007. Genau, und da hattest du eine Dame, ich nehme an, die war, ich will jetzt nicht vermessen klingen, ich glaube, die war um die 8,59, so wie ich, die ihren Papa verloren hat und da nicht klarkommt. Ja, die war Ende 40, aber egal. Na, Entschuldigung, ja. Aber da hätte ich so gerne dazu was gesagt. Die tut mir so unendlich leid, weil sie alles falsch macht, was sie falsch machen kann. Also dann sag da was zu, wenn das jetzt dein Thema des Anrufes. Ja. Ja, gut. Also ich sollte das eigentlich nicht erwähnen, ich sag's aber trotzdem mal. Ich hatte schon vor ewigen Jahren mal angerufen, weil ich meine Eltern über alles liebe, vergötter, verehre, hochachte und immer stolz auf sie war. Mhm. Und eine wundervolle arme Kindheit mit ihnen hatte. Mhm. Aber mit Wolken gucken, mit allem Reichtum der Welt, Eicheln sammeln und alles, was man eben in der Natur machen kann. Mhm. Mein Papa ist
im 92. Lebensjahr, jetzt im Mai gestorben. Und meine Mama nicht ein Jahr vorher, im Juni, mit 87. Und da ich, wie ich dir sagte, im 59. Lebensjahr bin, werde ich für dich bestimmt, ich werde jetzt ganz, ganz aufgeregt. Ich hoffe nicht, dass ich weinen muss. Ich klinge ganz fröhlich und ich bin das auch. Und deswegen habe ich auch gesagt, zu morgen passt es auch. Ich erkenne mich nicht wieder. Ich bin dankbar, ich bin glücklich, ich bin ruhig, ich bin zufrieden. Ich habe beide Eltern mit klarem Verstand verlieren dürfen. Mhm. Bei beiden Eltern war einmal mein Mann, einmal ich, handhalten, als sie gegangen sind. Mhm. Was ich ein Reichtum, einen unschätzbaren Reichtum finde. Mhm. Jetzt tut mir richtig das Herz weh. Und beide Eltern habe ich loslassen können und deswegen erkenne ich mich auch nicht wieder mit Glück. Ich kann das nicht anders beschreiben, Domian. Mhm. Also ich kann eigentlich nur jedem, der so alt ist wie ich, sagen, sei dankbar für dieses wunderschöne Leben, was man haben durfte. Ja, dass du so lange deine Eltern auch bei dir haben durftest. Ja. Ne? Ich wollte dir das eigentlich auch schon immer sagen für deine Mutsch. Sei dankbar. Und wenn sie mal gehen möchte, bitte sag ihr nicht nein. Meine Mutti hat immer gesagt, sie möchte nicht mehr. Und da habe ich ihre Hand auf meine gelegt und habe gesagt, merk mal, ich halte dich nicht mehr fest, du darfst gehen. Sag, du hast deine Pflicht getan. Waren deine Eltern eigentlich so bis ins hohe Alter relativ gesund und fit? Nein, wir haben meine Eltern 2,5 Jahre Mutti mit Trockenlegen, mit 3-mal am Tag Spritzen, mit jede Nacht drüberrennen gepflegt. Und deswegen auch meine Erfahrung mit Psychologen. Und dabei werde ich jetzt so fürchterlich aufgeregt. Ich bin dabei zusammengebrochen. Mhm. Nicht wegen der Arbeit, sondern weil mir das so weh getan hat. Mhm. Die haben nie geklagt und mir so leid getan. Du musst doch nicht weinen wegen uns. Oh, guck mal, uns geht doch gut. Ihr seid doch da und ihr lest uns Witze vor. Mhm. Mutti hat blind im Bett gelegen, 2,5 Jahre und hat gelacht. Mir war gestern die Anruferin, die war sehr, sehr, sehr traurig, dass sie ihren Vater verloren hat. Du wolltest ihr was sagen. Ja, dass der Papa gnädig hat gehen dürfen. Und ich wollte eigentlich zu ihr sagen, sie soll sich immer vor Augen halten, ob sie sich gewünscht hätte, dass ihr Vati leiden würde. Nein, das hätte sie natürlich nicht. Na aber, eben. Ja, aber trotzdem kann man ja den Schmerz verstehen. Na, ich habe ihn doch auch, Domian. Ich rede hier... Klar, die Ratio sagt einem das so. Der Vater wollte gehen und er war sehr schwer krank, aber dennoch bleibt ja eine tiefe Traurigkeit zurück. Aber kann man denn nicht versuchen, mehr Dankbarkeit zu empfinden? Ja. Also ich denke einfach, Domian, wenn du über alles liebst, bist du auch verpflichtet, loszulassen. Ja. Das ist völlig richtig, was du sagst. Das und ist wenn ein und sei froh, wenn du es so kannst, wenn es dir so gelungen das ist. Ich erkenne mich nicht wieder. Meine Mutti hatte so viel Angst, weil ich das jüngste Kind bin. Die Hannelore, die wird so leiden. Ich leide überhaupt nicht. Also was heißt, das ist Quatsch. Ich glaube ja, verliert man nur einmal, aber ich rede jeden Abend mit ihr und sage immer zu ihr, Mutti, siehst du, hättest du das gedacht, dass dein Kind so ist? Guck, ich kann leben. Ich weine zwar auch, aber ich kann leben. Ich bin weißt so du, stolz. Ich glaube ja, zu den geheimnisvollsten Dingen im Leben, neben der Liebe, gehört der Tod und die Trauer. Ja. Und es ist so individuell, wie jeder liebt und auch wie jeder trauert. Ist richtig, ja. Also ich muss mal dazu sagen, ich liebe bedingungslos und selbstlos, wobei ich mich niemals schlagen oder treten lassen würde. Das ist natürlich ein Punkt, und auch nicht mit einem alkoholisierten Menschen leben könnte. Das sind Punkte, die sprechen wir nicht an. Aber wir sind 40 Jahre verheiratet. Liebe ist was ganz Besonderes, wobei man sie eben auch jeden Tag pflegen muss. Natürlich. Ja. Hegen und pflegen, Wie bitte? Hegen und pflegen. Ja, und bei 40 Jahren denke ich schon, wir können stolz auf unser Leben sein, auch auf das mit unseren Eltern. Und ich habe die noch so ausgesaugt, Domian, mach das später auch mal. Was war früher? Was war in deiner Schule? Hast du Haue gekriegt? Natürlich. Ich habe alles gefragt. Ich auch. Ich habe endlose Gespräche. Auch ja, mit und Papa, hast du schon mal jemanden geliebt? Und Mutti, dann habe ich immer gesagt, Mutti, bitte entschuldige, ich sage das jetzt auf dem Sender. Hast du Papa auch ein Küsschen da unten hingegeben? Nee, mein Kind hat Mutti. Das sind so Themen, ich konnte über alles reden und ich bin so reich und so dankbar dafür. Das macht mir das Trauern schwer. Also, dennoch finde ich es schön für dich und finde es toll, dass du so eine Einstellung hast und dass du so damit umgehen kannst. Das ist sicher eine gute Einstellung und es wird dir letztendlich jetzt das Leben ohne deine Eltern erleichtern. Ja. Und das finde ich sehr richtig. Ich habe die auch immer um mich. Ich denke, die sind immer da. Ich habe die nicht verloren. Ja. Ich habe ein ganz, ganz reiches und ruhiges Gefühl in mir. Das ist sehr, sehr, sehr toll. Und das möchte ich eigentlich an andere Menschen weitergeben, dass man
wenigstens versuchen soll. Du hast deine Sichtweise erzählt. Vielleicht kommt der ein oder andere auf die Idee, das vielleicht auch dankbar zu sein, so zu sehen, ja, oder mal drüber, ja, nachzudenken. Einfach dankbar zu sein. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich bin dankbar, dass ich mit dir reden konnte. Alles Liebe und alles Gute. Ich wünsche dir und deiner Mutti auch alles, alles Liebe. Dankeschön. Und danke an die lieben Kollegen. Dankeschön. Tschüssi. Tschüss. Denise ist hier. Oder Dennis? Hallo? Denise, ne? Hallo, na endlich, Sturm. Na endlich. Ja. Also Denise ist richtig. Ganz schönen guten Abend. 22 Jahre alt? Ja, nee, ich bin 24. 24, ja. Mhm. Die Leitung ist sehr schlecht, du musst sehr nah irgendwie an den Telefonhörer gehen. Okay, nee, bin ich auch, aber vielleicht liegt das am Handy. Jetzt ist vielleicht ganz ein bisschen besser. Um was geht's? Also, erstmal wollte ich sagen, zu deiner ersten Anruferin, die Elfe, dass sie sich nur widersprochen hat und dass ich das gar nicht geglaubt habe. Dass es nur ein Kind ist und keine Ahnung, wenn da irgendwie so eine Anzeige läuft, dann ist man ja wohl nicht so doof und es geht mit ihm ins Bett oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist ja auch egal. Was ich sagen wollte, ich habe eine beste Freundin, seit ein paar Jahren, war zuerst meine Arbeitskollegin gewesen. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, halt ist meine beste Freundin immer noch. Ja. Die hat einen Freund, die war mit dem knapp 3 Jahre zusammen. Ja. Und das Problem war, ich war halt immer bei ihr zu Hause, der Freund war auch da. Und es gab da irgendwie keine Blickkontakte oder dies und das. Dann bin ich mal zur Disco gefahren und habe den Freund da gesehen. Wir haben uns da gesehen, haben mir später irgendwie was getrunken, haben wir getanzt und so. Und beim Tanzen haben wir uns irgendwie geküsst. Da war er noch. Ich musste immer mal ein bisschen nachfragen, weil die Leitung für mich sehr schwer ist zu verstehen. Ihr seid in den Disco gefahren, habt euch geküsst. Der Freund von deiner Freundin, da waren die beiden noch zusammen. Na klar, die war zu Hause. Ja. Und ich habe ihn zufällig da getroffen. Und dann habt ihr geküsst in der Disco? Nee, wir haben zuerst getanzt, was ja normal ist. Kann man ja freundschaftlich, ne? Kann man, ja. Ja, und dann haben wir uns halt geküsst und so. Und dann am selben Abend wollte er mich nach Hause fahren. Habt ihr dann auch, aber unterwegs haben wir halt irgendwo was miteinander gehabt, im Auto auch. Das auch noch? Ja, das ist ja das Schlimme. Ich meine, das ist natürlich, jetzt wird's krass, ne? Ja, weil... Deine Freundin. Genau, meine Freundin. Und da war irgendwie auch kein Alkohol im Spiel, weil wenn man trinkt, weiß man trotzdem, was man macht. Das ist keine Ausrede, auf jeden Fall. Darauf in die Woche war ich wieder da. So, dann glaubst du mir, guck mal, das ist jede Woche passiert. Das ist jede Woche passiert? Das ist jede Woche passiert. Und passiert das immer noch im Moment? Nein, weil der im Februar gestorben ist durch einen Autounfall in Mülheim mit seinem Freund. Autounfall umgekommen. Genau, dieses Jahr war das im Februar. Und die ist halt nicht darüber hinweggekommen und so, bis heute noch, will auch keine neue Beziehung haben. Ja. Sagt halt dann immer so, ja, der hat mich geliebt und so, bla bla bla. Und ich kann ihr das halt einfach nicht sagen, weißt du? Das wirst du auch schön nicht tun. Weil... Das wirst du auch schön für dich behalten. Aber weißt du, warum ich das sagen will? Weil die immer noch so davon schwärmt und so. Weil sie ihn so getraut hat und so. Aber ich war 3 Monate lang, hatten wir so eine Beziehung gehabt halt. So eine Affäre, sag ich mal. Nicht Beziehung. Also... Jetzt vorab erstmal, das finde ich schon eine sehr, sehr schäbige Sache, dass du das gemacht hast. Ja, und das, ja, ich finde es halt nicht, okay, ich finde es auch schade. Wenn der jetzt leben würde, wäre das ja was anderes. Also ich finde es wirklich schäbig. Dass man gibt sich nicht mit. Normalerweise hasse ich sowas auch. Ja. Die beiden waren eine ganze Weile zusammen. Sie hat geglaubt, dass das eine glückliche Beziehung war. Die waren auch glücklich. Die war auch glücklich. Jetzt ist ein Autounfall passiert und der Junge ist gestorben. Ja, die sind beide gestorben, also sein Kumpel und der. So, was ja schon der größte Horror ist, der einem dann so widerfahren kann in einer Beziehung. Genau. Ja, sie möchte auch keine neue Beziehung und so gar nicht. Die trauert dem heute noch. Ja, also ich würde wirklich jetzt an der Stelle aber sowas von den Mund halten und das nicht noch schlimmer machen für sie. Ja, du hast jetzt das Gefühl, indem du ihr sagst, er war ja gar nicht so toll, dass du das Ganze etwas abdämpfst. Ich glaube, es wird nur noch alles viel schlimmer. Ja, dann würde ich dir auch verlieren. Vielleicht würde ich ihm das nicht glauben. Vielleicht willst du auch nur reden, um dein schlechtes Gewissen zu erleichtern. Ja, deswegen eigentlich. Also wenn ich sage, ich rate dir wirklich jetzt, wirklich den Mund zu halten.
das Mädel hat solche Schmerzen im Moment, füge ihr nicht noch einen Schmerz hinzu. Meinst du, aber die muss doch irgendwann mal eine Beziehung. Ja, die muss es eigentlich erstmal überhaupt nicht wissen. Irgendwann vielleicht, aber im Moment nicht. Meinst du also, wenn die später mal verliebt ist? Ja, jetzt gucke ich alle auf die Uhr, die Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich aber sofort nochmal an, Dennis. Ich möchte noch, dass wir noch ein paar Worte reden, ja? Okay. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay, das, aber warte. Nee, es geht leider nicht mehr. Ihr Lieben, das war's für heute. Morgen heißt unser Thema, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, da sind unsere Leitungen geschaltet und natürlich...